zeige ich euch gerade noch mal die Problematik mit unserer Kühlbox von National Nula, die 50 Twin. Da haben wir das Problem, dass die Temperaturanzeige nicht stimmt. Vielleicht sieht man das auch. Minus 36 beim Frostfach und plus 10 jetzt beim Kühlfach. Und wir haben auch das Gefühl, dass wir die Temperatur nicht einstellen können mehr. Also sie friert einfach, egal was für eine Temperatur wir jetzt auch haben. Und das gleiche Problem haben wir auch im Kühlfach. Da müsste sie jetzt 6 Grad haben, aber ich habe so gefühlt 10 Grad. Wenn man sich so die Dosen, die Flaschen anschaut. Also hier ist alles super gefroren. Also ich denke mal mindestens minus 20 Grad auf jeden Fall. Und hier sind es ungefähr so 10 Grad zurzeit. Und wir hatten das ja reklamiert. Beim Mehari hatten wir die ja gekauft und die haben das dann geprüft über die Gerätenummer und haben dann festgestellt, dass sie wohl eine Serie hatten, wo halt diese Anzeigen irgendwie nicht in Ordnung sind, also fehlerhaft waren. Und wir haben ausgerechnet so eine Box hier erwischt und kriegen jetzt hier auf den Campingplatz über Belgien den Importeur ein Ersatzmodul geschickt zum Austauschen. Leider ist es noch nicht da und wir warten sehnsüchtig drauf. Wir haben das Display ausgepackt hier und sieht eigentlich ganz einfach aus. Hier sind ein paar Steckverbindungen, die wir lösen müssen, austauschen müssen. Anleitung ist auch dabei und wir werden mal schauen, ob das dann auch so funktioniert. Die Box stromlos gemacht. Und jetzt werden wir mal das Ding auseinandernehmen. Sehr spannend. Vor allen Dingen sind das lange Schrauben. Elmo findet es auch sehr spannend hier. Ich finde du hast auch einen schönen Rücken, echt. Ich finde das auch sehr spannend. Ich finde es auch sehr spannend. Das ist ein Am spannendsten finde ich, geht's nachher oder geht's nicht? Das ist ein Abenteuerurlaub, was wir hier schon alles erlebt haben. In der kurzen Zeit. Abenteuer der kaputten Sachen. Oder Pleiten, Pech und Pannen. Also was man sieht, ist, dass das Ding doch ziemlich wackelig jetzt hier ist und nach hinten wegfallen will. Also man muss es dann doch ein bisschen festhalten. Und dann irgendwie hier rausnehmen. So, da ist das gute Herzstück. Was hat er gesagt? Man sollte erst mal fotografieren. Wir mal auch tun. Take a photo shot. Wir werden das jetzt mal fotografieren. Spannend, sehr spannend. Für alle Fälle. Dann nehmen wir das andere. Neue. Ja, das ist jetzt eine wirklich schwere Aufgabe, nacheinander die abzuziehen und da reinzustecken. Also soll ich dich jetzt am besten gar nicht mehr stören. Ich muss mich konzentrieren, ja, also ja, wirklich. Ich bin ja nicht hier der Elektriker. Das ist irgendwie nicht so einfach. Also der hat gesagt, das ist einfach. Es werden nur Stecken.
da, weil ich mich nicht so bewegen kann ansonsten, deswegen. Ach so, stimmt. Hochtechnisch. Begabt, der Herr Schlüter. Also ich Sehr. kann als Servicetechniker gehen hier, wie man sieht. Ich glaube, Kescher sucht Servicetechniker. Ich glaube nicht, dass du da auch nur im Entferntesten eine Chance hättest. Oh. Upsi, Also wenn jemand da noch irgendwie Monteur sucht für upsi. Kühlboxen, Kühlboxen und so. Displays. Also ich habe sehr viel Geduld, ich bin ganz ruhig. Wo ich ja gehört habe, das ist ja im Moment das einzige Display in Europa, das noch zu Ja, haben war. Mehari, muss ich noch mal sagen, haben sich sehr bemüht, sofort reagiert. Und anhand der Seriennummer haben die anderen auch herausgefunden, dass wir so eine blöde Kühlbox erwischt haben mit einem Serienfehler, mit dem Displayfehler. Ja, das ist bei uns aber immer so, egal was wir Ja. kaufen, ob das ein Auto ist Und oder irgendwas anderes Technisches. in Belgien gab es da noch ein Display. Und das haben wir dann auch bekommen. Und jetzt hoffen wir auch, dass es funktioniert. So, jetzt gucken wir mal, wenn die jetzt hier fest ist, weil das muss dann irgendwie noch eingestellt werden. Und deswegen muss man es doch festschrauben, weil man dann Tasten drücken muss, gegebenenfalls. So. Okay. Die Spannung steigt. Der Dann schaue Stecker. auf das Display. Oh ja, Ich wenn stecke jetzt dein einfach mal Arm rein. davor ist. Leuchtet. Bam. 50. Fehler F06. Perfekt. Weil wir haben Rock. die 50 Twin. Das hat er uns auch gesagt, dass die schon voreingestellt ist. Jetzt zeigt sie Ron. Und dauert einen Moment und dann der Kompressor läuft dann hoch. Hallo. 6 Grad. Das war der Nachbar mit seiner Bremse am Fahrrad. So, das sieht ja schon mal gut aus. Und das ist das Gefrierfach. Das stellen wir jetzt mal auf minus 18 Grad ein. Wir hatten nämlich mal einen Profrostmann bei uns und der sagte, minus 18 Grad bei einem Froster reichen vollkommen aus. Machen wir auch seitdem so, das ist schon jahrelang so. So, das sieht doch mal gut aus. Der Displaytausch war erfolgreich und die Kühlbox läuft einwandfrei. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch allzeit gute Fahrt. Tschüss!